Und das ist das Lustige, ist, Agrippa ist Deutscher. Auch in echt ist der echt Agrippa auch Deutscher. So, jetzt haben wir das Teil da hochgeschoben. Einfach drücken und hochspringen. Jetzt funktionieren da oben die Schalter auch wieder. Und deswegen hat, also Agrippa hat einen deutschen Akzent. Das ist ziemlich cool. Tschüss Agrippa, wir kommen später wieder. Was wir hier haben, ist das Laboratorium 2. Das Labor, da können wir dann später Agrippa retten. Müssen die dann sogar, eventuell. Je nachdem, welches Ende wir wollen. Wir werden alle vier ausprobieren. So, hochgelaufen. So. Hier drüben. Entschuldigung. Ich musste zweimal niesen. Hallo? So, hoch. Und hoch. Was jetzt passiert ist, ist, wir haben die Zugänge zu den beiden Folterkammern geöffnet. Die, da wo wir die Orb-Pieces dann finden. Bevor wir aber da hingehen, will ich euch noch... Halt's Maul, Alexander. Vorher will ich euch aber noch den Altar zeigen. Außerdem gibt es da ab und zu Dinge und Monster. Auch ab und zu, aber das ist hell. Selbst wenn man da gekillt wird, komm. Das ist ein Spiel, mein Gott. Wer das ohne Kills durchspielen will, der wird es nicht schaffen, weil man muss einmal gekillt werden. Dings. So, was wir hier machen können ist... Folgendes. Also hier werden wir jetzt erstmal zugeschissen mit Schmerzschreien. Was wir wirklich holen müssen, ist das Fleisch hier. Das war's, glaube ich. Ansonsten, ab und zu findet man, kriegt man hier so Flashbacks, wenn man da reinguckt, aber nicht der Rede wert. Ja, Flashback. Terminator, they will be back. Was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe ein Flashback getriggert, was ziemlich wichtig ist für die Story. Und zwar diese Rosenblätter die ganze Zeit, das ist die Damaskusrose. Diese Rose sorgt dafür, dass, ja, was heißt, sie sorgt dafür? Die Damaskusrose ist eine Rose, die, einen besonderen Geschmack hat. Und diese Rose, war in dem Trank drin. In dem Amnesietrank, den sich Daniel gegeben hat. Was Alexander gemacht hat, ist, er hat Menschen gefoltert. Entschuldigung, um das Elixier des Lebens zu bekommen, das Vitae. Da hinten, Servant Grunt rum, toll. Wenn er uns nicht sieht, sieht er uns nicht. Wo ist er hin? Ach, der ist schon da hinten weitergelaufen, der Dicke. Lappen, Lappen. Ich geh mal weg, sonst habe ich so ein gammeliges Gesicht. Image Trail und so. Das hier ist die Gegentür. Das hier ist die Gegentür. Hier geht man in die Zisterne. Ich weiß nicht, ob jetzt was auf uns zukommt. Wir gehen auf jeden Fall dahin, wo der Servant Grunt gerade hingegangen ist. Bitte, 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 lass ihn vorbeilaufen. Ja, er hat uns nicht mal gesehen. Das ist, das Lustige an den Flashbacks. Er sieht uns nicht. Problem ist, ist er jetzt auch ganz weg? Sieht er uns auch wirklich nicht mehr? Weil, wenn er jetzt umdreht... Wo ist er hin? Rennt da lang. Gut. Was wir hier machen können ist... Nichts. Wir können hier ein bisschen mit Zeug rumspielen, was hier alles rumliegt. Was ist das? Keine Ahnung. Ägyptisches Zeug. Allerhand. Aber nichts Spannendes.
Hier habe ich lange gesessen, weil ich nicht wusste, wie es weiterging. Weil ich nicht wusste, wofür dieser Raum hier gut ist. Der ist auch für nichts gut. Außer fürs Selbstmord. Hier kann man runterspringen. Und Lampenöl, natürlich. Ist klar. Aber ansonsten, uppala, könnte man sich hier eventuell noch vor Monstern verstecken. Alter, jetzt komm. Ah, ich komme da nicht hoch. Normalerweise kam ich da immer... Ah, doch, ich komme hoch. Ja, lass mal opfern, ey. Nee, aber hier ist sonst nichts. Also, der Raum ist leicht sinnlos. Das Monster ist auch weg. Was hier ab und zu kommt, sind so Luftzüge. Da hinten müssen wir noch hin. Da wird uns dann eventuell ein Brute auflauern. Der kann uns dann umbringen oder auch nicht. Momentan ist hier noch nichts. Und wir kommen auch noch nicht hier unten durch. Später können wir das dann. Weil da müssen wir dann hin. Und diese Maschine blockieren. Warum seht ihr dann später? Momentan ist hier auch wirklich noch nichts außer diesem Zettel. Und das ist mir jetzt auch egal. Ich versuche alles zu ignorieren. Außer natürlich Dinge, die man mitnehmen kann. So, da hinten geht es dann zu der Orb Chamber. Ich weiß nicht, ob uns, wenn uns was entgegenkommt, was ich nicht glaube. Wäre aber lustig. Ja, genau. Hier müssen wir dann durch. Die Maschine stellen wir dann ab. Hier muss der Orb rein. Was wir jetzt praktisch machen, ist, wir gehen zurück und holen die Orb-Teile. Damit, das sind 6 Stück. Die sind in den 6 Folterkammern versteckt. Und danach kommen dann die 4 Enten, die kommen können. So. Ich überprüfe gerade kurz mal den Anschluss am Mikro. Ja, ich dachte gerade, der wäre ein bisschen locker. Darf nicht passieren. Es ist Qualität. Okay, Qualität. So, was kommt jetzt? Wir gehen am besten zuerst in den Morgue. Nicht in den Morgue, in den... Keine Ahnung, das eine Nebenschiff da. Hallo, Kumpel. Alexander labert mich gerade zu. Fang! Ja gut, was wir praktisch jetzt erzählt bekommen haben, ist, ja, dass die Folterung durch diese Rohre geleitet wird, also das Vitae. Hier drin ist Laudanum. Eine Lampe. Ein Zettel. Agrippa, da müsste Agrippas Lebensessenz-Dings drin sein, damit wir seinen Kopf abschneiden können. Das müssen wir auch machen. Finden wir noch was von Alexander. Das könnt ihr euch dann selbst reinziehen. Zunderbüchse. Komm. Auch nix. Noch eine Zunderbüchse. Das war's. Wie viele Zunderbüchse haben wir denn? 24. Pff. Warum denn so wenig? So, dann gehen wir jetzt hier in den Altarraumeingang. Der Altarraumeingang, da wird gefoltert, da was das Zeug hält. Also da kann man jetzt ein Flashback erleben, wie man einem Menschen aufschneidet. Also was ist aufschneidet, ist nicht wirklich. Ich mache das jetzt hier nicht, das ist nur ein Flashback, das kann man hier drin machen. Einfach dahin gehen und warten. Ne, den Altar benutzen. Sonst ist da so ein Komm her. Aber ansonsten ist hier nichts. Aber es geht nur in dem da drüben. In dem hier geht's nicht. Hier in dem da drüben geht's. Da könnt ihr... Hallo, hast du mich gerade erschreckt? Ah, das ist, weil mein Kopf drin und die Hände zittern. Okay. Hallo. Was wir jetzt machen ist... Wir gehen hier rüber. Altarraum Haupthalle. Dieser Bereich ist echt schwierig, weil man da zugeschissen wird mit Viechern, die einen nerven.
Man braucht keine Lampe, aber es ist nervig. Am besten ist, man hält sich an den Rohren an der Decke. Das mache ich nicht, das macht das Spiel selbst. Die Bewegung. Also, nach da geht man nicht, da kommt gleich ein Viech. Wir halten uns erstmal an das Rohr hier oben. Und dieses Rohr hier halten wir uns. Plop, plop, plop. Ah, leichte Kopfschmerzen, geht auch wieder besser. Ist gut. Hier haben wir eine eiserne Jungfrau, die wird uns jetzt gleich erschrecken, indem sie aufgeht und dann... Ah, sogar ich zuck zusammen hier, obwohl ich es wusste. Mann, erschreck mich doch nicht. Da ist ein Knochen. Man kann jetzt auch diese Käfer... Nee, kann man nicht. Ich nehme mal den Knochen. Knochen! So. Hier finden wir ein Orb-Teil. Orb, Orb. 6 Stück brauchen wir. 3 finden wir hier, 3 finden wir im anderen Raum. Das hier ist der schlimmere von beiden, im anderen sind keine Monster. Was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt. Wir laufen nicht, wir gehen. So langsam wie möglich. Sobald wir ein Viech hören, müssen wir uns verstecken. Deswegen bin ich auch mal ruhig. Wenn ihr so lauft wie ich, kann euch eigentlich nichts passieren. Bei mir kam beim Speedrun mit Jason zusammen, der 3 Stunden gedauert hat, wohlgemerkt, kein Monster. Oder nur eins, und das war ein bisschen dumm. Jetzt rennen wir, weil wir weggehen von ihm. Folgen den Rohren, in der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. So, hier können wir, wir müssen jetzt hier diesen Pilzwasser nehmen, für Agrippa. Das können wir machen, indem wir Hammer und Meißel nehmen. Wir können drauf springen, wir können was draufwerfen. Ich nehme lieber Hammer und Meißel. Zack. Jetzt gehen wir hier rein. Das Monster ist auch wieder weg. Hier finden wir den Bronzebullen, das ist auch ein, Folterinstrument. Dieses Folterinstrument, da wurden Leute dann drin reingetan und verbrannt. Also das von unten, das war ziemlich eklig. Das wollen wir hier nicht weiter ausbaden. Das könnt ihr euch... Ihr könnt natürlich auch alles anfassen dann nochmal. Also hier so den hier machen oder auch anzünden könnt ihr auch. Guck mal hier. Kann man das? Ne, erst muss man es anfassen, dann kann man es anzünden. Dann sieht man dann die Beschreibung. Allerdings geht dann die Sanity runter. Also wen es interessiert, der kann es gerne machen. Ich mache es jetzt gerade mal nicht. Mir ist die Sanity gerade zu wichtig. Jetzt halten wir uns hier an der Wand. Hoffnung, dass uns kein Viech begegnet. Biegen erstmal hier ab. Und dann versuchen wir hier drauf zu springen. Das hier ist übrigens auch eine Möglichkeit, die Viecher zu killen, also die Monster zu töten, indem man hier drauf springt, weil und dann einfach hier lang geht und die folgen einem und fallen dann da rein. Ich glaube, jetzt haben wir da drüben eine Zunder... Ach, egal. Hier ist eine. Schaut an, man findet immer was Interessantes. Jetzt sind da vorne auch wieder die Rohre. Ich laufe mal einen Ticken schneller. Da kommt einer. Und weil der kommt, gehen wir schnell hier rein. Und in den Flashback. Hallo? Ich konnte gerade nicht vorwärts laufen. Ja, mir geht's perfekt.
too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Ja, hier haben wir das Rad. Auch ein Vollinstrument. Wer gerade aufgepasst hat, der kann das auch mitbekommen, wie man das funktioniert. Natürlich kann man diesen Hammer nehmen. Was man da nicht machen kann mit dem Hammer ist, die Viecher schlagen. Das wäre ziemlich nice. Aber ich höre auch keine rhythmischen Effekte mehr. Das heißt, es scheint so, als ob er weg ist. Das Einzige, wie wir das überprüfen können, ist, wir rennen einfach. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, liebe Zuschauer, aber ich wurde erschreckt. Und zwar nicht von dem Spiel, sondern von meiner werten Frau Mama, also meiner Mutter. Ich war so darauf gespannt, dass so ein Viech um die Ecke kommt und was passiert, neben mir geht eine Tür auf. Und da steht jemand dahinter. Hat mir den Rest gegeben. Dass ich jetzt so schnaufe, liegt daran, dass ich gerade Mittagessen war und die Treppe hochgerannt bin. Das sind zwei Treppen. Machen wir mal weiter. Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. Wäre echt unpassend. Aber da müsste einer kommen gleich. Jetzt kann er mich nicht sehen. Ich habe mich genau hinter der Säule versteckt gehabt. Ah, der ist halt schon abgezogen, der Dicke. Und wir wissen ja, es kann immer nur ein Viech kommen. Ein Viech, das heißt, jetzt können wir hier unbesorgt zum Ausgang rennen. Das ist nur der Schatten. Wenn man zu lang braucht, kommt dann der Schatten. So. Jetzt haben wir das geschafft. Uns geht's prächtig. Glaube ich. Müsste. Kurz nachgucken. Ja, leichte Kopfschmerzen. Jetzt müsste da oben auch keiner liegen. Keiner hängen, meine ich. Nee, also rennen wir einfach durch. So, Hauptschiff. Ist angelegt wie eine Kirche, obwohl es keine Kirche ist. Es ist ja... Das sind ja Folterkammern. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt rüber zum Alexander. Also eigentlich nicht zum Alexander, sondern zu seinem Nebenschiff. Was wir jetzt machen ist, Entschuldigung. Hey, Kumpel! Mann, lang nicht gesehen. Ja, ich habe das Rezept gefunden. Guck mal hier. Fang! So. Ja, was wir jetzt brauchen ist, wir brauchen drei Dinge für das Rezept. Eines davon befindet sich hier. Das erste, was wir hatten, ist, diesen Pilz. Die Giftdrüse. Die brauchen wir. Was wir noch brauchen ist Fleisch. Das machen wir jetzt hier fest. Da unten rumort's schon. Hey, Kumpel da unten. Was wir jetzt machen ist, gut, das runterschmeißen brauchen wir nicht. Wir füttern mal ein bisschen den... Ups. Ich hab losgelassen aus Versehen. Den guten... Kurzer Lag. So. Wenn man jetzt ziehen würde, stellen wir da etwas zieht am Seil. Was ich jetzt mache, ist einfach nur wieder hochholen. Jetzt haben wir nur noch den Knochen. Nicht reinfallen. Reste aufgehoben. Ja, leichte Kopfschmerzen. Überreste der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Den Schleim brauchen wir dann. Wenn wir ihn retten wollen, den Agrippa. Was der Daniel gerade gesagt hat, ist, she deserved the little bitch. Also was wir da vorhin hatten, war ja, wir sind ja vom Südblock in den Nordblock. Im Südblock haben wir ja das Bett zur Seite geschoben und dann da durchgegraben. Da war vorher das Mädchen, hat sich da durchgegraben. Also das Mädchen hat den dünnen Weg genommen. Die Mutter kam ja nicht. Beide sind dafür, mussten dafür sterben. Die Mutter, weil sie die Mutter ist. Das Mädchen, weil sie abgehauen ist. Und eben hat Dings gerade gesagt, she deserved the little bitch. That bitch. Bitch. Silent, I hear witch.
Nee, hier ist ja nichts. Also hier. Hey, Leute! So ruhig hier. Nein. Nee, hier sind auch wieder drei volle Instrumente. Immer den Rohren folgen, wie immer. Allerdings gibt es hier nur einen Weg. Rüpp. Halli, hallo und Hallöle. Ja. Hier finden wir Zunderbüchse und. So. Was wir hier machen können, ist Blut holen. Das können wir aber auch später noch machen. Und dabei später kriegen wir dann auch keinen Schock. Also von daher, ich empfehle es später zu machen, wer es will. Ich mach's später. Normalerweise mache ich es immer gleich hier, aber ich habe jetzt keinen Bock, den Schock zu bekommen. So, Licht aus. Was ich sehr schade finde, ist, dass man die Viecher nicht selbst spawnen kann. Das wäre lustig, wenn man sich so Brutes kann. Hier, da jetzt hängt da auch einer drin, weil und jetzt geht es hier uns Kopf drin. Das ist eine gute Möglichkeit. Bevor wir uns nämlich den letzten holen, gehen wir gleich mal hoch. Und schauen uns mal den Dings an. Alexander, wenn wir in schlechter Sanity sind. Guck mal da, Alexander, wenn es uns schlecht geht. Ah, zu uns geht's auf. Hier finden wir das Seil, das brauchen wir noch. Wenn wir Agrippa retten wollen. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Das Teil ist hier. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht. Doch, ja, noch eine Nachricht, Notizen zur Folter. Da kann man lesen, wie der will, dass die Leute gefoltert werden. Haben wir hier eine Bibel oder sowas zu mitnehmen? Das ist, glaube ich, keine Bibel, oder? Nee. Ne, wir brauchen auch keine Bibel mitnehmen. Aber normalerweise ist das. Nee, keine Bibel. Blablabla. Nur das Pflanzenreich. Gehen wir wieder runter. Tschüss, Alexander. Ich habe es deswegen jetzt gemacht, weil, wenn hier die Leichen drin hängen, dann geht es uns schlecht. Lustigerweise sind die Leichen alle männlich. Das heißt, die haben alle. Einen. Ich sag's nicht, sonst wird das Video gesperrt. Von YouTube, weil ab 18, weil ich ein böses Wort verwendet habe. Das Männer besitzen. Also nicht das Wort, sondern das, was beschrieben wird dadurch. So. So, weil jetzt geht's uns nämlich wieder perfekt. Jetzt holt aber der Schatten. Achtung. Müsste eigentlich. Ja, Maus. Ja. Nach da hinten müssen wir. Oh, geht's immer noch gut. Hätte ich nicht gedacht. Die Rohrleitung. Jetzt sind auch die Käfige wieder leer. Das sind ja nur. Ach, Halluzinationen. Ab. Da kann man ja nicht aufziehen. Ich wollte die Tür aufziehen, deswegen ging ja nicht. da.